Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Feed Speeds Infinity Wolves Expert Mode Skyblock. So, immer noch am Synchronisieren oder so ähnlich. Am Nachsynchronisieren. Und ich sage euch jetzt schon mal im Voraus, ihr seht ja, die Folge ist heute was kürzer. Ich habe eben erst gesehen, dass ab der Hälfte vom Video so schnell ein kompletter Blackscreen ist. Deswegen habe ich gesagt, okay, synchronisiere ich noch wenigstens das nach, weil wir ja jetzt heute noch den Replicator fertigstellen werden. Und da das ja die schwerste Maschine ist, wollte ich euch das wenigstens noch zeigen, nicht, dass es dann noch kommt. Oh, sie hat sie gecheatet. Sie hat selbst gar nicht gezeigt, wie der gemacht wird. Der ist nicht gecheatet und das zeige ich euch deswegen auch heute. So. In der Zwischenzeit. Also diejenigen, die gestern, ich weiß nicht, ob das gestern war. Könnte sein, dass es gestern gekommen ist, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall am Montag, den 19. kam ja beim lieben Bakerman, beim Backermann LB, ne, an der Stelle Hallöle, kam ja ein Livestream und da hat er ja sein neues Modpack angefangen, das Modpack Shattered World, und diejenigen, die zugeschaut haben, wissen es schon, ich bin bei dem Projekt dabei. Und ich sage jetzt schon mal im Voraus, ich habe keine Ahnung, wie es gelaufen ist, weil das noch in der Zukunft ist. Ja, wir haben heute gerade mal den 18. und morgen, für mich morgen, kommt erstmal der Livestream. Aber ich habe schon mal das Modpack reingeschaut, schon ein paar Thumbnails erstellt. Ja, ich habe Thumbnails erstellt und nicht so, wie viele von immer denken, Streets hat es gemacht. Auch wenn ich so blöd bin, um mit Photoshop und so weiter umzugehen und auch Photoshop erstmal besitzen möchte. Ich habe jetzt mal selbst um Thumbnails dazu gekümmert. Ja. Ein Teleporter ist fertig. Ne, generell das Modpack, das ist bisher super. Das gefällt mir schon richtig gut. Also ich bin mal gespannt. Ich habe schon lange nichts mehr mit dem Bakerman zusammen gemacht. Ja gut. Ich gehe mal davon aus, es wird jetzt auch eher weniger passieren, dass ich was mit dem Baker rummache, aber ich drück's mal so. Im gleichen Projekt wie ein Bakerman, ne? Das ist schon Ewigkeiten her. Und generell auch schon müsste ich Baker nochmal danken, weil der auch, es gab da so ein paar Komplikationen, dass ich da noch mitmachen konnte. Ich drücke es mal so aus. Und dazu muss ich sagen, dass YouTube mal wieder die wundervollen Affen-Programmierer rausgehauen hat. Weil mal schnell YouTube meinte, nö, wir zeigen dir nicht die Nachrichten, die du bekommst von ihm. Generell meine ganzen Nachrichten, die ich bekommen hatte und je bekommen hatte und auch abgeschickt hatte, sind komplett gelöscht worden. Es war komplett geklärt. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ist mir aber auch irgendwie jetzt mittlerweile Latten egal, weil wir haben es geschafft. Ich bin dabei, darf mitzocken. Ja. So, der liebe Streety Boy, ne? Der Straßenschaufler 2. Straßenschaufler 2. Boah, jetzt weiß ich, wie ich das nächste Mal die nächste Aufnahme mit dem Street zusammen ankündigen werde. Nee, auf jeden Fall. Der Streetiger, der ist ja auch im Projekt dabei. Der ist ja im Team Baker, Olli und Butze dabei. Bin ich mal gespannt, wie das bei dem auslaufen wird. Aber ich schätze mal, wenn das alles klappen würde, so wie wir uns das vorstellen, kann es mal sein, dass der wohl bei mir dabei ist. Aber so, genug von dem Projekt, wir sind jetzt immer noch hier dran und wir müssen eigentlich nur warten auf das Glas. Generell könnte ich mir doch eigentlich mal anfangen, einfach so ein bisschen Puffer zu machen. Also, irgendwie so ein, oh, sag mal, ein Frequency-Modul, wo kann man daraus was machen? Ja, behalten wir es einfach mal, vielleicht brauchen wir es irgendwann mal. Und dann sind wir froh, dass wir es haben. Vielleicht können wir auch die Teleporter benutzen. Also noch einen Teleporter. Oder je nachdem könnte es sogar sein, dass wir noch einen weiteren, Replicator machen. Und dann sind wir froh, dass wir das haben. Aber es ist schon krass, wie wir uns gerade richtig stark einfach nur noch dem wundervollen ME-System nähern. Wenn das Iridium jetzt massenproduziert wird, und wir haben das Zeug hier momentan zum Massen... Oh Gott, es fehlt schon wieder. Ja, da brauchst du zwei. Auf jeden Fall, es wird momentan was produziert, das Videometer. Das heißt,
Replicator muss nur noch aufgebaut werden und dann haben wir Iridium. Ich bin einfach nur noch froh, wenn wir es geschafft haben. So. Je nachdem, ich werde dann auch abends nochmal, wenn ich so vom Schlafen gehen, irgendwie über die Nacht, werde ich dann so Sachen autocraften lassen. Wenn es dann steht, so generell werden wir uns auf jeden Fall demnächst ums Autocrafting kümmern. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Oh, einen Dungeon-Smelter werden wir auch bepowern müssen. Ich freue mich aber richtig. Generell bräuchten wir auch dann drei Metallformen für Extruding, Cutting und Rolling. Oh, ich freue mich einfach nur. Wie sieht das eigentlich hier mittlerweile aus? Seelenmäßig? Wow, ein Enderman. Ui. Ja, Nita-mäßig ist gut was dabei. Herzen können wir gut gebrauchen für, sag mal schnell. Ja, ihr merkt, ich bin wieder top vorbereitet, so wie immer. Ja, für Blood Magic. Mit Blood Magic werden wir ja auch arbeiten müssen. Oh, sehr schön, wir haben noch ein Glas über. So, zack. Zack. Und der letzte Teleporter ist fertig. So. Nur noch zwei HV-Transformer, das heißt zwei Advanced AE Batteries, also ein bisschen Bronze. Bronze? Hey, ich bin ein echter Amerikaner. Ich mache mein eigenes Bronze in einem Induction Smelter. Oh yeah. Oh Gott. Die braucht man gerade nicht. Die können dann hier rein, damit aber das schneller geht. Sehr schön. Warte mal, das Stack. Ich bezweifle, dass wir jetzt einen ganzen Stack Bronzeplatten oder zwei Stacks Bronze Item Cases brauchen. Was ich auch recht cool finde, ich hatte ja mal vor ein paar Tagen, so ich sag mal vor knapp 3 Wochen, ein paar Tagen, vor 3 Wochen, ich weiß. Ne, vor 3 Wochen hatte ich mal gepostet auf Twitter, hatte ich ein Bild getweetet und zwar hatte ich mir das neue Pokémon-Spiel geholt. Und zwar in der Version Mond. Ne, ich bin ehrlich, Pokémon, kannst mich immer mit beeindrucken. Hier auch als generell. Ja, da bin ich eben gerade mal so ein bisschen am Erklären, dass wir das brauchen für die Draconic-Sachen, aber das ist Schwachsinn, dass ich da jetzt noch rangehe. Da bin ich aber mal gespannt, ob man das Eisen jetzt mal das hier machen kann oder nicht, ob wir da wirklich Stahl brauchen. Aber egal. Pokémon kannst mich immer mit beeindrucken, das wollte ich mal gerade ausdrücken. Aber dieses Pokémon-Spiel, Halleluja, ich bin schwer beeindruckt. Ich war ja erstmal so ein bisschen. Nicht negativ, aber ich hatte das mal nicht so. Hoppala. Nicht so positiv beliebäugelt, dass es jetzt so keiner reden mehr gibt und so weiter. Nicht mehr so. Ja, okay. Werden wir ja sehen. Hoffentlich schneiden sie sich nicht ins eigene Fleisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so gut gelungen, das Spiel. Hab's auch jetzt schon zum zweiten Mal durchgespielt. Okay, also Hauptstory, ich will jetzt einfach noch den Dex füllen. Und irgendwie so ein bisschen zischen für ein paar Pokémon in Shiny oder sowas. So. Oh ja, die Draconic-Sachen, die werden lustig. Aber generell sehe ich da nicht so wirklich das Thema. Ganz ehrlich gesagt, wir haben so viel von dem, wie heißt es? Beef Wellington. Wenn wir da nicht auf die Munching Duo oder wie die heißen, hier die Futterpflanzen da, nenne ich das mal, die aus Essen Mana produzieren, wenn wir nicht auf die gehen würden. Ja. Dann sind wir, glaube ich, mehr als dumm. So. Generell habe ich mir auch schon so ein bisschen überlegt, wie wir da rangehen an die ganze Sache. Besonders, da wir ja Terras hier automatisieren müssen, dachte ich mir, ich habe das Ganze mal überlegt. Terrasil ist ja schon ziemlich langsam von der Produktion her. So. Aber ein Terrasil braucht ja einen halben Mana-Pool, ne? Also bräuchte ich auch so gesehen ein Terrasil ja wohl auch ein Viertel Mana-Pool, ne?
Und oder ein Terastil. Boah. Nee, zwei Viertel meinte ich gerade eben. Sorry. Oder ein Terastil bräuchte vier Achtel. Und so weiter. Ganz ehrlich, wenn wir das einfach. Du kannst ja mehrere Sparks miteinander verbinden, ne? So. Und wenn mein Plan jetzt aufgeht, dann müsstest du eigentlich nur mehrere Mana-Pools mit Sparks verbinden. Und dann sollte das Mana von allen sofort rübergezogen werden. Und dann Ende. Einfach nur so. Zack, zack, zack. Dann sollte das ja wohl massenweise gehen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ach ja, ich schon meine Planung. Ich habe mir sogar schon was überlegt. Ich habe ja auf meinem Handy. Hatte ich mir ja so ab und zu mal so ein paar Sachen niedergeschrieben. Hier mit der wundervollen Memo-Funktion. Wo haben wir es hier? Infinity Skyblock Auto Terra Steel. Ja. Ich habe mir etwas ausgesucht. Also, oder ja, also gedanklich so zusammengefasst, wie ich was aufbauen möchte. Und zwar, wie ich automatisch Terra Steel dann herstellen kann. Ich bin gespannt, ob das so klappen wird. Oh, ich will hoffen, dass das dann auch klappt. Ich will ganz ehrlich hoffen, dass das klappt, so wie ich mir das vorstelle. So, wie sieht das jetzt hier aus? Wir, so viel brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Ja, komm, reparieren wir hier mal kurz die Stelle. Oder auch nicht. Wie sieht das hier aus mit dem... Ne, die arbeiten noch. Hier die... Ah, die laufen noch, sehr schön. Alter, 1200 EU pro Tick. Ach ja, der Replicator steht, wir bekommen das Iridium. Wir bräuchten jetzt eigentlich vier Stück, damit wir dann ein Iridium Advanced Alloy machen können. Ne, Iridium Irene Force Plate, sowas. Advanced Alloy war der ganze Gregtech. So, ich glaube, wir sollten auch irgendwie da eine Verbindung machen vom Mass Replicator rüber zum Replicator. Aber jetzt würde ich jetzt mal sagen, upgraden wir unser Jetpack. So, und ich befürchte, dass das gleich die Folge schon für euch vorbei ist. Ich werde ein bisschen vom Black Screen drin lassen, damit ich nochmal kurz darüber reden kann, damit ich noch eine Absage mache. Und ich sage jetzt schon mal, das nochmal, es tut mir tierisch leid, dass die Folge so enden muss. Das ärgert mich selbst. Das ärgert mich tierisch. Ich weiß echt nicht, was da gelaufen ist. Ob ich da irgendwie auf eine Taste gekommen bin oder sowas. Kann ja eigentlich nicht sein. Weil dann wäre ja irgendwie die Aufnahme beendet oder so. Aber es ist einfach nur auf Black Screen. Wäre ich auf eine Taste gekommen, dass ich die Aufnahme beendet hätte, wäre. Da sind schon schön viele Pilze angekommen. Ihr wisst ja und so, ne? Wie ich das meine. Boah, hier können wir so viel rausholen. Ah, da, 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 da. Also ganz ehrlich, ich glaube, das war eine super Idee von mir. Power Level 484, Wahnsinn. Oh, der ist sogar leer. Der ist randvoll. Der ist leer. Leer, voll, voll, leer, voll. Ja gut, dann haben wir noch ein bisschen sehr viel Puffer. Vielleicht mache ich irgendwann mal, wenn ich lustig bin. Ich werde jetzt mal den Tower irgendwann sogar mal umsetzen. Das Schöne ist, wenn die Ressourcen jetzt auch noch voll sind, und ich glaube mittlerweile sind die auch voll, dann war das einfach, dann ist das wirklich GG. Da würde ich jetzt momentan mal anstauen. Wird voll werden. Und wenn das voll ist, müssen wir einfach nur noch warten, bis wir irgendwann mal was raus ist und es wird instant nachgecraftet. So, tun wir hier schon mal das Invarum. Einen harten Flux-Capacitor. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Electrotine und Sulfur. Und wir werden auch noch Lead und. Ja, Lead und Copper brauchen. 1, 2. 1, 2. Ja, Electrotine bräuchtest du dann nochmal 3, ne?
Ich glaube, Lapis, das bräuchtest du nicht wirklich. Ja, Elektrotein, genau, ja. Ja, Invar. Und du hast Silber statt Tin, oder? Ja, ich glaube, der hat wirklich Silber statt Tin. Aber das sollte er jetzt craften können, ja. Und jetzt wird er sich wundern. Hä? Wieso geht das nicht? Ja, mach es, bitte. Hä? Wieso geht das nicht? Hä? Ist auch falsch. Hä? Silber? Hä? Ich bin durch. Ich dumm. Und da ist es schon auch schon abgebrochen. Ja, nochmal an der Stelle ein dickes, dickes Sorry. Wir sehen uns dann aber beim nächsten Mal. Ich möchte jetzt keine Kommentare. Ich will die Folge zu Ende sehen. Dislike. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.